Guten Tag, hallo zusammen. So, mal kurz gucken, Mikrofon funktioniert. Bildton kann ja noch nicht da sein. Mikrofon mal ein bisschen weiter weg machen, genau. Damit es nicht ganz so laut ist. Besser? Ja, geht so. Kann man mal machen. So, aber jetzt. Ja. Mal warten, dass der Spielsound kommt und dann. Es ladet und ladet und ladet. Da wollen wir mal schauen, mal gucken. Na, wird das heute noch was oder? Ich würde gerne nichts mehr. Und die Uhr, die rodelt und rodelt. Ja. Aber irgendwie habe ich das dumme Gefühl, das Spiel ist ziemlich laut. Moment. Den können wir ein bisschen runterdrehen. Müsste das jetzt schon besser sein. Das ist immer noch ein bisschen laut. Einmal, zweimal. Hört man überhaupt was vom Spielsound? Gut, machen wir mal. Bevor wir heute richtig durchstarten, werden wir hier mal unserem Stempel einen neuen Namen geben. Ich habe mir da mal was überlegt. Und da müssen noch ein Text. Nee, noch ein Text wollen wir nicht. Ach, wir können sogar den Hintergrund ändern. Das ist doof. Genau, machen wir so. Das ist schon mal gut, aber. Nö, ich will aber den weg haben. Den will ich nicht. Nein, Mann, wie kriegen wir den jetzt wieder weg hier? Ich will den nicht. Ich will meinen Text doch nur ändern. Okay, dann nochmal probieren, nochmal gucken. Wir wollen das Schild ändern. Gehe ich da jetzt irgendwas rein? Können wir das irgendwie ändern oder wie auch immer. Kann ich den Namen nicht mehr ändern? Warum nicht? Ich will ihn ändern. Also hier haben wir auf jeden Fall neue Bildchens. Aber irgendwie kann ich. Ah, das weg. Das weg. So, gucken wir mal. Wir haben noch hier neue Bildchens gekriegt. Was haben wir denn da? Na, was nehmen wir denn da mal? Alles nicht so wirklich schick passend. Nehmen wir das Ding. Das ist, glaube ich, ganz okay. So, gut. Einmal. Und dann Hintergrund. Kann man da noch irgendwie die Farbe ändern? So. Ist doof. Beleuchtetes kleines Schild. Na, lass ich doch cool aus. Nehmen wir das. So. Und dann schreiben wir da unseren Text rein. So. Da hatte ich mir was eingefallen, überlegt, aber das ist zu groß, war. Müssen wir noch kleiner irgendwie. Das Mikro richten. So, jetzt kommen wir da. Zum Gammel. Hammel. Aber irgendwie müssen wir das ein bisschen verkleinern. Immer. Ja. Aber. Genau, wir machen das so. Noch ein Stück. Ein Stück größer und dann.
Moment, müssen wir das nur verschieben. Aber da könnten wir eigentlich auch was anderes machen, ne? Moment, Moment, Moment. Kann ich den Text noch mal ändern? Ja. Kann ich da auch die zweite Zeile nehmen? Warte mal, wir nehmen einmal das Ding, dann ändern wir mal kurz die Farbe. Was haben wir denn da noch? Wir nehmen die hier und dann vergrößern wir das ein bisschen. So, und dann schieben wir das nach da oben. Gut. Und dann nehmen wir noch eins. Gammel, Hammel. So, müssen wir noch verkleinern. Moment. So. Dann verschubsen wir das auch noch. Na, so. Ja, machen wir das so, genau. Aber da können wir die Farbe noch ein bisschen ändern. Eigentlich müssten wir das grün machen, ne? Genau. Das passt viel besser. So, deutlich besser. Wir haben auf jeden Fall unser Schild nochmal neu revidiert. Wir haben den Namen geändert. Und nun komm. Warum hänge ich denn jetzt hier in der Tür fest? So. Ich will das hier heute alles nicht so. Jetzt will ich mal gucken, ob da draußen auch leuchtet. Weil da leuchtet nichts. Muss das nicht einfach leuchten? Was ist das für ein Dreck? Habe ich gedacht, da leuchtet das auch nicht. Gut. Tut's halt nicht. Ja, genau. Warum steht denn die Blume hier draußen? Irgendwie ist der Ton wieder ganz schön laut, finde ich. Warum ist die draußen? Willst du mich verärgern? Die kann nicht draußen sein. Haben wir da noch mehr? Die hängt auch nicht draußen. X. Dann muss C hier und dann machen wir Tür auf hier. Oh, da hängt nichts draußen. Fertig, das haben wir auch erledigt. Gut, gut, wir haben beim letzten Mal, oder gestern hatten wir ja ein bisschen was gemacht. Heute müssen wir erstmal wieder eine Speisekarte machen. Das hat mir ja gestern nicht rübergezogen. Wir brauchen aber die Burger, das ist mal Fakt. Wir brauchen den Hotdog. Den komischen Zitronen-Knoblauch-Dingsbums-Spieß, irgendwas. Suppe, darf nicht fehlen. Die zweite Suppe. Wo sind unsere Herzkekse? Wo sind die Kekse? Wo sind die Cookies? Da. So, haben wir. Ja, müsste eigentlich noch reichen, die Kekse. Dann müssen wir mal gucken, was wir jetzt vorbereiten. Na, das eine Brötchen wird nicht reichen. Was mit dir hier? Ach, da war noch ein Anzünder drin. Oh, sieht auch ziemlich mager aus, ne? Geht noch. Wir machen die Suppen schon mal an. Gönnen wir uns die schon mal. Dann brauchen wir einen Teller für die Kekse. Gib ihm. Dann holen wir schon mal die Kekse raus. Eins, zwei, drei. Wenn die ausverkauft sind, sind sie ausverkauft. Dann gibt es keine mehr. So, zack. Er kocht. Ja, du mich auch. So. Und du stehst wieder mitten im Weg, ja? Sagst du? Hast Bock drauf. Einmal gute Mitarbeiter haben, ey, das ist nicht wahr hier. So heiß, heiß. Die jetzt wirklich schon heiß? Wir wollen mal gucken, ob die heiß sind. Ah, das war zu viel. Egal. Aber immer zu viel gemacht. Ja, die ist gut. Aber irgendwie habe ich das dumme Gefühl, dass das immer noch sehr laut ist, der Spielton. Naja, keine Ahnung. Ups, war schon fast wieder zu viel. So, die zweite Suppe haben wir auch fertig. Sehr schön. So, dann brauchen wir auf jeden Fall neue Brötchen. Wir brauchen neue Brötchen. Das ist Semmelbrösel, das sind Eier, die brauchen wir beide nicht. Geht so. Wir brauchen Zucker brauchen wir nicht. Wir brauchen Mehl. Wir brauchen Hefe. Wir brauchen Eier. Das weiß ich noch. Ein Ei. Noch eins.
Und noch eins. So, drei Eier. Jetzt muss ich reingucken. Ich weiß nämlich jetzt nicht mehr, ob das jetzt, was da jetzt noch gefehlt hat. Na, gucken wir mal schnell hin. Mehl haben wir, Hefe haben wir, Eier haben wir, Butter brauchen wir noch. Siehst du? Butter war das. War nicht hier auch Butter? Da haben wir Butter. Zack, Butter. Dann rühren wir die mal. Gib ihm Feuer, Marianne. Jawohl. Dann holen wir uns mal hier unser Blech. So, Burgerbrötchen. Genau, die brauchen wir. Dann machen wir uns die mal fertig. Dann haben wir das auch schon. Eins. Zwei. Müssen wir noch aufschneiden. Wir wollen ja den letzten, den dritten Gourmet noch holen. Wollen ja im Gammelhammel irgendwas erreichen hier. Um Gammelhammel. So, dann sind die Brötchen drauf. Einmal, einmal. Jetzt, wenn man die aufgeschnitten hat, ist natürlich ein bisschen kacke, ne? Da muss man die erstmal wieder ordentlich hinlegen können. So. Warum rührt denn das Ding hier immer noch? Mach aus den Kram. Brauchen wir nicht mehr. Kopfschmerzen bei. So. Haben wir unsere Brötchen auf jeden Fall schon mal. So, Hotdog-Brötchen haben wir genug, das weiß ich. Da haben wir genug von da. Ein Burger-Patty haben wir nur noch. Und keine Würstchen mehr. Wir brauchen Würstchen. Oh oh. Dann lasst mal Würstchen shoppen gehen hier. Dafür. Wir brauchen Würstchen. Gib mir Würstchen. Dankeschön. Würstchen haben wir dabei. So muss das. So, dann müssen wir die noch würzen. Die mal rausholen hier alle. Und ich glaube, das war Salz und Chili, ne? So. So, dann haben wir hier Chili-Pfeffer. So, fertig. Sehr schön, sehr nice. Gut, dann holen wir uns jetzt mal unseren Teller. Guckt mal weg, der wird jetzt nicht mehr abgewaschen. Der wird so genutzt, wie er kam. Der wird dann gleich wieder weiterverwendet. So, einmal Würstchen, zweimal Würstchen, dreimal Würstchen. Auf die Würstchen. So, die Würstchen haben wir schon mal fertig, siehst du? So, wir brauchen auch noch Pommes. Mindestens viermal. Einmal. Zweimal. Die brauchen wir auch noch. So, dann haben wir hier nochmal. Und hier nochmal. So, dann brauchen wir Teller. Nehmen wir erstmal den Teller. Wir bringen das erstmal rüber. So. Zack. Müssen wir noch einmal aufhören hier. Ich. Wenn wir so noch unser Hackfleisch machen. Einmal. Zweimal. Kann dann schon mal rein. Die können wir noch mitnehmen. Müssen wir uns gleich neues Hackes Peters machen. Brauchen noch Teller. Einmal. Zweimal. So, rein mit dir. Wollen wir natürlich ordentlich machen, ne? Versuchen wir zumindest. Und Gammel haben. So, den da rein. Warum? Ja, wir nehmen keinen neuen Teller, dann nehmen wir den hier. Einmal, zweimal und rein damit.
Zack. So. Auch meine Rührschüssel erstmal. Eben. Die ist leer, warum sind die leer? Dann kann die hier weg. So. So. Und diesmal machen wir es richtig, würde ich sagen. Gleich mal ordentlich machen hier. So, wir brauchen auf jeden Fall das Rezept. Wo ist denn das Burgerrezept? So, Rührschüssel, dann haben wir das hier. Zwiebelscheibe, Salz und Pfeffer. 1, 2, 3. 2, 3. Und wir brauchen noch Zwiebeln. So, und dann Burger-Patties machen. Das Ding können wir jetzt weghauen hier. Sehr eh verkehrt gebastelt gewesen. So. Und den können wir auch noch hin. Komm her, du Gammel. Du Gammelhammel. Weg damit. So. Was ist denn da noch? Achso, Herzkekse. Anmachen. So, wir haben jetzt. Was haben wir denn jetzt eigentlich hier drin in der Speisekarte? Madensoße. Ah, wir brauchen noch Zitronenspieße, siehst du? Da war noch was. Einmal. Die Zitronenspieße hätte ich fast vergessen, ey. So, die können auch da rein. Speisekarte. Dann lass uns mal hier das Ding anpinnen. So, wollen wir auf jeden Fall zwei Stück führen. Ne? Chili und Salz und Chili. Da irgendwas Gewürztes? Ne, gar nichts. Okay. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ja auch. Und dann brauchen wir Chili. 1, 2, 3, 3. Und dann machen wir daraus kleine Hackepeter. Dum, dum, dum. So. Dann brauchen wir Zitrone. Ach, jetzt noch. Zitrone. Zweimal jeweils. Zack und zack. So, machen wir. Das, das, einmal das, einmal das. So, dann brauchen wir Tomate, grüne Chili und Zwiebeln. Nehmen wir auch gleich mal mit. So, einmal. Tomate, grüne Chili und Zwiebeln. Und dann war da noch irgendwas mit Petersilienstück. Ein Petersilienstück. So, das ist Teller Nummer 1. So, Teller Nummer 2 machen wir jetzt. Zack. Und dann auch damit. Tomate. Eine Zwiebel. Eine grüne Peperoni. Und einmal Petersilie. Weiß gar nicht, war das einmal Petersilie oder zweimal? Keine Ahnung, ich glaube einmal war das, ne? So, dann können wir einen Teller schon mal hier vorne hinstellen. Einer kann im Kühlschrank. Können wir da noch Platz finden, heißt das? Aber noch. Gut. Wir können aber schon mal einmal den raus, einmal den raus. Dann eins davon. Und ein Würstchen. Das können wir auch schon mal auspacken. So. Dann machen wir den einmal voll. Machen wir den einmal dran. So, dann schmeißen wir hier unseren Spieß drauf. Unsere Tomate. Und das Ding. So, dann geht mal los hier, würde ich sagen, wa? Dann kann das Ding jetzt auch weg. Hähnchenspieße. Muss man mal so sehen. Also wenn der Spielsound zu laut ist, dann mal bitte eine kurze Info im Chat oder so. Bei mir kommt der gerade extrem laut vor. Obwohl ich nicht wirklich was geändert habe.
So, wir wollen den ablösen. Nein, wir wollen den ablösen. Wo ist denn das Ding jetzt? Hä, wieso kann ich den denn nicht mehr ablösen? Jetzt. So, dann kommen unsere Hähnchenspieße da rein. Nein, man hört das Spiel gar nicht, nur dich. Okay, alles klar, Moment, das können wir ändern. Vielen lieben Dank erstmal dafür, dass du mir ein bisschen Bescheid gegeben hast. So, hört man das Spiel jetzt besser? Müsste ich mal. Machen wir das nämlich anders. Den mache ich komplett. Den mache ich runter. Wenn man den Spielsound nämlich gar nicht hört, ist ja auch doof. Brutzel mal was, ne? Hier brutzelt die ganze Zeit schon was irgendwie. Jetzt hat man das. Okay, alles klar. Gut, danke. Danke vielmals dafür schon mal. Ja, also, weil ich selber höre das gerade nicht so wirklich. Irgendwie ist bei mir ziemlich laut und ja. Es kam mir zu laut vor. So, dann wollen wir mal hier unsere Pommes noch reinschmeißen. Dann machst du die jetzt auch mal ordentlich. Ach man, die Getöse, ey. Die sind noch total irgendwie buggy, habe ich das Gefühl. Jetzt. So, was sagt unser Brötchen? Gleich halb, dann schmeißen wir den mal runter. Zack, wenn wir das laufen hier. Müssen wir dann nochmal wenden, die Sau. Ja, los, komm. Gib Gas. Knister, knister, knack und knack. Das sagt das Brötchen. Das ist gleich durch und die Pommes, die sind fertig. Okay. So. Haben wir gleich, haben wir gleich. Geht voran. So, einmal Brötchen. Einmal das Ding. Und einmal das Brötchen. So, einmal Gammelburger Deluxe. War auch fertig. Ja, sieht gut aus. Kann man so lassen. Brauchen wir noch einen Hotdog. Muss auch bis zur Hälfte erstmal durch, finde ich. Muss dann aber nochmal irgendwie alles umstellen hier so ein bisschen. Das ist alles zu weite Wege. Das ist alles blöd. So, das Brötchen braucht noch. Okay, wenn das Brötchen noch braucht, dann braucht das noch. Mann, furchtbar. Was sagt eigentlich hier unsere Gourmet-Tante? Zwei Hotdogs, neun Burger und zweimal Bourbon. Kochst du alleine? Ja, ich koche alleine. Also, ich spiele das solo. Irgendwie hat sich noch keiner gefunden, der mit Bock drauf hätte. Sagen zwar alle, hört sich gut an. Aber zum selber spielen haben sie dann doch keinen Bock. Na, ich hatte vorgestern oder so, nee, gestern hatte ich das Problem, da habe ich 10 Rezepte gleichzeitig gemacht. Alter Schwede. Alter Falter. Da bin ich ins Schwitzen gekommen. Das war schon nicht lustig. Das war schon nicht lustig. So, einmal das Würstchen, einmal die Pommes. Zack, und da rein. Einmal das. Ja, ich hab da was vor. Ach, ganz entspannt, ganz gechillt. Bereite mir das immer alles vor und dann. Dann lass ich open. Hier, wie du siehst, ich habe alles schön vorbereitet schon für mich. Dann geht das schon. Das passt schon. Nö, eigentlich nicht. Also. Das wird ja nicht kalt. Das wird ja hier in diesen Dingern wird es sowieso nicht mehr kalt. Du musst es ja nur eins fertig machen, reinstellen und wenn das dann optimale Hitze hat, dann zählt er das ja. Dann ist das egal. Er ist schon so ein bisschen abgestimmt darauf, dass man das auch alleine spielen kann. Alter Schwede, heute futtert ihr mir aber bitte nicht die ganzen Kekse weg hier. Dann kriege ich aber schlechte Laune. Habe ich mal meine Kopfhörer ein bisschen leiser gemacht. Und dann der Spielsound müsste ja trotzdem noch laut sein.
Aber man, ich habe jetzt mein Kopfhörer ein bisschen leiser gemacht, damit ich das nicht so ganz so dick auf dem Kopf habe. Ach komm schon, echt jetzt. Wollen Sie wieder einen Burger? Bitte futtern Sie mir die Burger aber weg hier. Und dann kommt der rein. Yay, 35, bin mir leid. Ja, deswegen heißt mein Restaurant ja auch zum Gammelhammel, ne? Grüne Tomatensuppe, grüne Mayonnaise und so weiter und so fort, ne? So, was sagt unser Brötchen? Halt, kann ich den nämlich jetzt draufschmeißen? Und die Pommes rein. So, ja, ich weiß, du willst einen Burger, ich bin bei, ich bin dran, Junge, ich bin dran. Hühnersuppe, das ist okay. Ich muss den Burger wenden. Sonst verbrutzelt der. Der ist schon schwarz. Ja, egal. Was soll's. So, die Pommes brauchen noch, die Brötchen sind durch. Einmal. Zweimal und ja, Ding darauf. Irgendwas haben sie schon wieder leer gefuttert hier. Irgendwas haben sie schon wieder weggefuttert. So, was ist jetzt schon wieder? Jetzt ist die Hühnersuppe leer. Ich will. Bei mir wird ja auch im Klo gekocht. Ja, zeige ich. Bei mir wird im Klo gekocht. Guck hier, da ist das Klo. Da wird die Hühnersuppe gemacht. Genau hier. Hat der Schwede, ist der Burger schon wieder fast weg? So, ah ja, hier, guck mal, der Spieß da könnte noch gemacht werden. Ja, ne? Gut, ne? Oh, schon wieder Burger. Das war ich. Heute wollen sie mit den Burgern aber wissen. Ne? Ist ja übel. Dreimal Burger verkauft worden. So. Ladensuppe und Hähnchen nehmen. Das ist auch fast leer. Ah, muss noch gut. Muss. Ja, ein Traum, ne? Sag ich ja. Deswegen, ja. Hier liegt der Patty einfach mal hier so rum. Krieg den extra Touch und Würze dann. So, dann lass mal gucken hier. Wir wollen nämlich jetzt die nächste Gourmet-Tante hier mal langsam einladen. Dafür fehlen uns noch ein Hotdog und ein Burger. Das ist gut. Dann haben wir die nächste Gourmet-Tante. Können wir die nämlich auch langsam mal kommen lassen. Was willst du jetzt? Jetzt sag mir nicht Burger, Junge. Ich will jetzt Kekse, das nur. So, das Brötchen. Shit, das ist hier schon fast durch, ne? Einmal nicht aufgepasst. Egal. Der nächste Burger. Ich werde. Schon wieder Burger. Ach nee, jetzt machen wir Burger. Was soll's? Shit happens, das geht alles. So, komm schon. Wenden. Ja, ihr kriegt ja gleich eure Burger. Nur entspannt euch mal. Einmal. Zweimal. So, machen wir die jetzt raus. Und das Burger-Oberteil noch raus. Und dann geht wieder Burger. Komm hier langsam vor wie in einer Burger-Bude. Stimmt damit recht nicht. Wer hat da eure Burger? Was ist denn da leer? Das sind meine Kekse leer, glaube ich. Da sind meine Kekse leer. Ein Problem. Einmal Kekse haben wir noch. Sind diesmal auch nicht so besonders gut geworden, aber egal. Kekse. Tomatensuppe haben wir auch noch. Du bist bereit, ich warte auf deine Einladung. Na siehst du, kommt die nächste Gourmet-Tante. Das war Papiersuppe, egal. Zack. Und rein. So, jetzt sind die Hähnchenspieße leer. Und mein Grill ist natürlich auch aus und ich habe keine Anzündung. Juhu!
Ja, weil Hähnchenkekse. Ach, Kekse, nicht Hähnchenkekse. So, machen wir Tür auf hier. Ich brauche mal hier so ein bisschen anzünden. Dankeschön. Ich muss den Grill anschmeißen nochmal. Boah, ich habe hier, da kann ich drüber schmeißen, aber nö, geht auch nicht. So. Eins, zwei und drei. So, was ist da noch leer? Und wieder Burger alle. Komm. Eins, zwei. Und wieder Burger alle. Ich werde euch. Ich habe keine Pommes mehr. Nichts mehr Pommes vorbereitet. Auch da habe ich noch eine. Einmal Pommes habe ich noch vorbereitet, siehst du? So. Das ist schon wieder so ätzend hier. Einmal. Einmal. Einmal und immer. Einmal Zitronenhähnchen, bitteschön. Da habt ihr. Die kommen gleich da drauf. Das kommt gleich da rein. Meine Brötchen sind auch gleich durch, das ist schön. Bisschen stressig gerade hier. Nur weil die immer permanent Burger futtern. Sieht man gar nicht. Mal wenden. Einmal Brötchen. Die zweite Seite. So, hier habt ihr nochmal Burger. Das ist der letzte für heute, mehr gibt es nicht. So, die Kekse können auch erstmal weg. Der Teller kann dann auch weg. Sieht schlecht aus hier. Sieht wirklich schlecht aus gerade. So, mal. Schmeiß mal hinein. Räumen wir das schon mal raus. Li Tomato Suppo. Ja, ich bin am überlegen, ob ich da jetzt nochmal neue aufnehmen soll. Das ist, glaube ich, albern. Ach, wenn du Drohnen spielst, kein Problem damit. Immer das jucken. Naja, wir können hier mal unsere Gourmette nochmal einladen. Und dann morgen gleich kommen die. So. Da müssen wir wieder ein bisschen vorbereiten nachher. Müssen wir mal schauen, was wir jetzt morgen ins Dingens reinschmeißen. Also Burger und Hotdog werde ich definitiv nicht mehr nehmen. Zitronenspiele nehme ich auch nicht mehr. Dann nehme ich mir jetzt wieder irgendwas Einfacheres. Sehr schön, das war's schon. Die kann weg. Dann räumen wir mal schnell auf. Sehr schön. Dann können wir aber hier auch mal wieder alles ausmachen. Dann können wir da alles ausmachen. So. Und rein mit dem Teller. So, X weg. Ja, der ist auch dreckig. Kann auch da rein. Könnt ihr noch ein bisschen abwaschen hier? Ist da was zu tun? Das Gesindel. So, jetzt sollen wir unsere Eier hier noch ein. Davon haben wir ja auch schon wieder hier Menge. Und Eierchen. So. Und damit immer noch mehr Eierchen sind. Noch mehr. So viele Eierchen. So. Erledigt. So. Lass mal gucken. Was wir kaufen müssen. Wir müssen grüne Paprika auf jeden Fall. Erst mal gucken, was wir jetzt als nächstes mit. Was ist denn hier noch alles mit drin? Aber ich glaube, wir haben jetzt hier schon ein bisschen was freigeschaltet. Auch so ein paar schönere Blöcke und sowas alles.
Ja, zu Hause und so. Pflanzen haben wir bestimmt auch wieder ein paar neue gekriegt. Möchte ich was wetten? Was ist das? Ach, das ist für draußen. Das ist, wenn wir uns das andere Restaurant holen, dann können wir das draußen nehmen. Oh, einen großen Kühlschrank. Ja, den kaufe ich doch. Den kaufen wir gleich mal. Wo stellen wir den denn mal hin? Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe keinen Platz mehr. Dann stellen wir den daneben. Kriegen wir den daneben? Nee, kriegen wir auch nicht. Warte mal. So. Escape abbrechen. Dann nehmen wir den mal mit. Und den nehmen wir mal mit. Den stellen wir mal ein Stück weiter hier rüber. Und S stellen wir mal hier hin. So. Dann kommt er dahin. So, was haben wir noch? Wir haben noch doch was gehabt da, glaube ich, gerade. Ne? Warte mal. Ende. Was ist das? Smoothie. Okay. Wo stellen wir den denn mal hin? Dann müssen wir den da kurz bewegen. So. Und dann kommt der. Einrasten aktivieren. Der kommt da hin. So, da haben wir das auch schon mal gemacht. Da haben wir uns die nämlich auch schon mal geholt, die neuen Stationen. Und dann wird der Laden auch schon bald ein bisschen klein, oder? Wir müssen mehr Tische installieren. Ich weiß noch nicht. Mal gucken. So, jetzt wollten wir aber erstmal gucken, was wollen wir jetzt morgen auf die Speisekarte knallen. Also, ich wäre dafür die Suppen auf jeden Fall und die Kekse. Suppenkekse, dann machen wir gebratene Hähnchen, Flügel. Gebratene Hähnchenflügel, Suppenkekse. Dann nehmen wir. Was nehmen wir denn? Einen Hotdog oder einen Burger? Ich würde sagen, wir nehmen die Hotdogs. Ja, nehmen wir Hotdogs. Hotdogs und das Fleisch. Das hier. Genau. Gut, dann haben wir einen Plan. Dann haben wir auf jeden Fall einen Plan. Dann brauchen wir Tomaten. Die können wir schon mal zu Pommes verarbeiten hier. Brauchen wir dann nämlich nicht normal. So, dann brauchen wir dem schon mal Pommes. Wenn die Hotdogs und die haben heute auch viermal Burger gegessen, dann machen wir viermal Pommes fertig. Ja. Andere müssen wir gerade nicht vorbereiten, weil das haben wir schon vorbereitet. Dann schnappe ich mal die Pommes. Einmal. So. Pommes Teller. Mayo. Ketchup. So, einmal. Den Teller. Ketchup alle, juhu. So, zweimal, dann haben wir die schon mal fertig. Das kommt nach da oben. Haben wir unsere beiden Hotdog-Vorbereitungen fertig. Dann können die erstmal wieder im Kühlschrank hinten. Gut, dann brauchen wir auf jeden Fall Tomaten noch. Wir hatten gesagt Kekse, Hotdog, Hähnchenflügel. Da brauchen wir noch. Was brauche ich denn dafür? Zwiebeln. Habe ich noch Zwiebeln da? Eine. Da brauche ich noch mehr. Da brauche ich noch mehr. Ich brauche dann Hähnchenflügel nochmal. Einmal. Zweimal. So, dann nehmen wir uns den Teller mit. Pommes können wir dann aber auch nochmal schneiden. So, eins und fertig, siehst du? So, coole Sache. Ja. Kekse müssen wir backen. Brauche ich noch Erdbeeren? Ein oder zwei. Gut. So, also, wir brauchen Zwiebeln, wir brauchen Kartoffeln. Kartoffeln, Zwiebeln, Hähnchenflügel. Wir gehen erstmal nach nebenan. Wir machen jetzt mal eine große Shoppingtour hier. Gehen erstmal fett einkaufen. So. Die brauchen wir definitiv. Da brauchen wir auch noch was von. Da habe ich noch. Da können wir noch mal welche mitnehmen. Milch können wir noch mal mitnehmen. Butter habe ich auch noch.
Davon nehme ich mit. Gut, so, das hätten wir schon. 1790, na, ich bin begeistert. Ist ja wieder Wahnsinn, Leute, was hier abgeht. Mach Tür auf. So, einmal die Kiste da hinten durch. Dann gehen wir mal zu unserem Gemüsehändler des Vertrauens und fragen ihn mal nach dem Gemüse, was er so unter dem Tisch liegen hat. Tomaten brauche ich auf jeden Fall wieder. Die nehme ich immer mit. So, Kartoffeln brauche ich. Und Zwiebeln brauche ich. So. Ich hoffe, diesen schönen Alt, Junge. Oh, jetzt leuchtet das Schild sogar. Mal, das sieht ja mal nice aus. Also weg den Kram. Dann kann ich einen Screenshot machen hier. Ups, falsche Taste. Zack. Dann kann ich einen Screenshot davon machen. So, zum Gammelhammel. Neuer Name, neues Schild. Geht los hier. So. Wir müssen einkaufen zum Metzger. Wir brauchen Flügel. Machen wir 6 Stück davon. Und 2 Stück davon. Nochmal 460 losgeworden. Auch nicht schlecht. So, zack. Oh, du kommst erstmal da unten hin. Nee, warte mal, wir können dich gleich erstmal hier vorne hinschmeißen, weil die können wir gleich mal rauspacken. So, die können wir nämlich gleich fertig machen. So, das kommt erstmal rein. Einmal, zweimal und dreimal. So, was haben wir hier? Einmal Tomaten und so einen ganzen Gedöns. Ja, den können wir jetzt mal hier hinschmeißen. Den brauchen wir jetzt gerade nicht. Ja, zack. Ich kann mal ausmachen. Mal. 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 So. Dann schmeißen wir uns den ganzen Gedöns erstmal raus. Schön einsortiert hier. Das ist Chicken Stock. Wir brauchen das Sonnenblumenöl. Das kommt nämlich gleich hier mit rein. So, genau, weg damit. Öl aufräumen hier. So, du kommst wieder hin da. Dann brauchen wir die Hühnerbrühe. So, ist alle? Ist alle. Müsste alle sein. Ach ne, eine Hühnerbrühe war noch drin, siehst du? Ich wusste es. So, ich bin. Jetzt aber. So, Milch. Ja, die Schublade ist auch schon fast voll. Ja, nehmen wir die untere, die geht auch. Nee, Tomate will ich nicht. Milch. Ja, so ein bisschen Vorrat haben wir ja. Das ist aber nicht schlecht. Gut, das kommt dann hier unter das Waschbecken. So, du kommst auch in das Waschbecken. So, das ist dann jetzt nochmal Hefe. Gut, sehr schön. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Wir müssen uns. Ich hab Zünder hier. Wir brauchen eine Rührschale. Weil wir müssen jetzt erstmal uns dieses Gedöns dafür fertig machen. So, erstmal reingucken. Semmelbrösel, Mehl, Ei, Salz, schwarzer Pfeffer. Fangen wir doch damit an. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, was haben wir hier? Da haben wir nichts drin. Was bist du, Semmelbrösel? Das haben wir auch drin. So, was brauchen wir jetzt noch? Mehl, Eier, Mehl und Eier. Ja, Mehl. Rein damit und Eier. So. Einmal. Warum sind die jetzt runtergefallen? Egal. Zweimal. Drei. Einmal Paniermehl gemacht. Sehr schön. Dankeschön. Oh, ist toll. Eins. So.
Machen wir jetzt mal unsere krossen Hähnchenschenkel hier fertig. So, einen Teller haben wir noch, ein bisschen haben wir noch übrig. Okay. Dann können wir uns gleich noch einen Teller fertig machen mit. So, einmal. Die kommen jetzt mal wieder. Das kann jetzt mal da rein. So, ich brauche Zwiebeln. Zwiebeln hatten wir keine mehr. Also nehmen wir uns eine raus. Dann müssen wir es mal klein häckseln. Wieder mal. So, dann haben wir den nämlich auch fertig. So, dann haben wir die beiden, die. Dann haben wir drei Gerichte fertig. Dann müssen wir gleich nur noch Kekse backen. So, wir nehmen aber jetzt erstmal alles raus hier. Schnibbeln alles klein. Schnibbeln alles klein. Schnibbeln alles klein. So, kommst wieder da unten rein. Gut, schnapp uns das Messer. Ab geht's. Erstmal alles klein häckseln wieder hier. So, dann müssen wir nachher mal gucken, wie die Gourmesse kommt. Wenn wir dann auch wieder eine fertig haben. So, okay. Ja, dann müssten wir eigentlich gleich Pommes draus machen erstmal. Ja, schmeiß die jetzt mal rein, die brauchen wir jetzt nicht. So. So. Ihr könnt ruhig ein bisschen mehr Krach machen, ne? Also, ihr könnt ruhig lauter sein, normal sprechen. Jetzt soll ich nicht verstecken. Habe ich jetzt akustisch nicht verstanden? Versteck mich nicht, ich habe keinen Grund dazu. Ach so. Naja, du musst ja auch nicht jetzt flüstern oder so. Wem das stört, dass ich hier Familie im Hintergrund habe, der hat Pech, der kann ausmachen. Mir egal. Das ist eine ganz einfache Geschichte. So, dann haben wir das auch schon. Ja, da können wir gleich Pommes draus machen, weißt du? Da können wir gleich Pommes draus machen. Einmal lassen wir noch normal, falls die komische Gourmesse-Tante morgen was anderes will. So, einmal Pommes. So. Einmal. Dreimal. So, jetzt brauchen wir einmal Teig. Jetzt müssen wir uns einmal Keksteig machen. Warte mal, wo war denn das? Speisekarte. Na, wo sind sie? Da sind sie. So, wir brauchen für den Teig Schokolade, Zucker, Mehl, Eier. Mehl. Drei Eier. So, dann brauchen wir Zucker. Einmal Zucker. Einmal Schokolade. So. Ach, die Eier können eigentlich, weiß ich gar nicht, ob ich die jetzt nochmal brauche. So. Dann machen wir das schon mal fertig. So, jetzt nur das Produkt ändern. Brauchen die Kekse. Brauchen wir erstmal wieder eine Blech. Wir müssen noch Brötchen basteln hier für die Hotdogs, siehst du? Da war noch was. Die Hotdog-Brötchen, da müssen wir uns auch noch welche machen. Dürfen wir nicht vergessen. So, das haben wir. Dann wollen wir mal Kekse nehmen. So. Kekse. Das ist jetzt wieder lästig, weil das sind wieder so viele. So, nehmen wir Kekse. Hallo. Machen wir uns noch ein paar Kekse hier. So, immer die darauf. Hey, das wollte ich nicht. Ich wollte Kekse machen. Jetzt habe ich wieder so einen halben Bottich rausgenommen. Hat er wieder verschoben. Egal. Und weg damit. Dann geht das wenigstens wieder auf. E-Produkt ändern. Kekse.
Sehr schön. So, dann machen wir da drauf. Dann nehmen wir dann das zweite Blech schon für. So, dann machen wir jetzt so und dann machen wir so, 3x6. Dann geht sich das wenigstens auf. So. Jetzt muss ich die, brauchen wir da. Die können wir erstmal da drüben hinlegen. Jetzt brauchen wir die Erdbeeren noch. Die Erdbeeren, die Erdbeeren. So. Erdbeeren, Erdbeeren. Zack. Einmal, zweimal. Jetzt muss ich mal kurz reingucken. Erdbeeren, Butter, Zucker, Milch. Butter, Zucker, Milch. Da müsste ich eigentlich alles hier haben. Butter, Zucker und Milch. So, dann können die Kekse erstmal wieder nach da drüben. Und das kommt da hin und dann wird das einmal durchgerührt. Sehr schön, fertig. Das ging ja schnell heute hier. Einmal, zweimal, dreimal. So. Ach man, nun, jetzt aber. So, der Rest mal weghauen. Weil ich ja einmal versaubeutelt habe. Leider Gottes. Warum steht denn hier noch ein Teller? Bist du, seid ihr eigentlich nachts im Getriebe? Hier stehen drei Mitarbeiter rum, aber keiner kriegt es geschissen, den scheiß Teller da wegzuräumen. Was stimmt denn mit denen nicht? Das sag ich dir, die kündige ich gleich alle. Ja, ich kriege gleich alle die fristlose Kündigung hier. Gucken mir beim Schuften zu hier, die Arschlöcher. Was stimmt denn mit denen nicht? So, einmal Kekse. Zweimal Kekse, so. Die können wir dann gleich mal anschmeißen. Aber erstmal will ich mir noch schnell das andere Gedöns da machen. So, zack, Mehl. Hefe brauche ich auf jeden Fall. Ich glaube, dann war noch, was war denn da noch zu den komischen Burgerbrötchen? Mehl, Hefe, Ei, Butter. Wie ist denn Butter was? Oh, ich muss wieder Butter nachkaufen, glaube ich. So. Yo. Ah, das ist mir immer noch nicht angezeigt. Vielen lieben Dank für dein Follow. Irgendwie zeigt er das immer noch doppelt an. Ich weiß nicht warum. Vielen lieben Dank für dein Follow. Und herzlich willkommen im Irrenhaus. So, Produkt ändern. Wir brauchen die da. So. Weiß immer noch nicht, warum der beide macht. Warum der es zweimal anzeigt. Die Follows. Da muss ich nochmal beigehen. So. Gut, gut. Das haben wir auch. So, dann können wir den ausmachen. Die brauchen wir ja gar nicht backen. Die müssen noch nicht gebacken werden. Die werden ja erst gebacken, wenn es soweit ist. Nicht wahr? So, einmal Hotdog-Brötchen haben wir dann auch genug. So. Ja, mal gucken hier, was hier unsere Kekse sagen. Die brauchen noch. So, wenn die fertig sind, machen wir einen Tag zu und dann gehen wir, gucken wir morgen, was die Gourmette haben will zu futtern. Mal schauen, mal gucken, was die junge Dame will. Aber erstmal müssen wir nur die Brötchen fertig machen. Er zeigt dann an bei dem Follow, wenn mir einer folgt, zeigt er das doppelt an. Ich weiß nicht warum. Er hat schon so oft drin rumgespielt und rumgeguckt, aber muss ich nochmal genauer nachgucken. Warum man das doppelt macht. Oh so, Kekse sind fertig. Einmal. Zweimal. Dann kommen wir hier. So. Können wir den auch wieder ausmachen erstmal. Kühltrank auf. Lassen wir jetzt erstmal schön da unten drin abkühlen.
Warte mal, machen wir so einmal. Und dann machen wir zweimal. So, und die Nummer 2 da rein. Ab gleich rein da in den Kühlschrank. Herzkekse, ja, Herzkekse gibt es bei uns hier. Hier gibt es Herzkekse, warum auch immer. So, Tag haben wir beendet. Dann können wir den Tag beenden. Dann gucken wir uns doch mal an hier, was die da jetzt raushauen. Desto höher die im Level sind, gibt es ja auch desto mehr Kohle. Das ist schön. Obwohl wir eigentlich schon genug Kohle haben. So, gucken, ob jetzt irgendwie was mit 2 Sternen nur ist oder ob wieder 3. 3 Sterne. So ist fein. So ist brav. So. Jetzt haben wir wieder was Neues freigeschaltet. Neues Rezept. Aber das mache ich jetzt nicht, weil das müsste ich dann erst alles kaufen und noch vorbereiten. Wir haben jetzt ja schon vorbereitet. Das wäre albern. Also machen wir rein. Die Hähnchendinger machen wir rein. Die Erdkekse machen wir rein. Den Hotdog machen wir rein. Hühnersuppe. Tomatensuppe. Und unser gegrilltes Fleisch. Aber das ist schon auf Max-Stufe gewesen, ne? Shit. Ja gut. Wenn das schon auf Max-Stufe ist, brauchen wir das nicht mehr machen eigentlich. Merken für morgen. Kein gegrilltes Fleisch mehr. So, 6 Stück haben wir auf jeden Fall. Muss ich nochmal. Ich glaube, hier war das. Da. Dürüm. Wir haben den Dürüm freigeschaltet. So, wir müssen auch mal gucken. Was sagt denn unser Dürüm, Dürüm? Also wir müssen auf jeden Fall erstmal hier wieder so einen Lavash machen, hier so einen Laden. So, dann müssen wir das zerkleinern. Türschlüssel am Spieß befestigen. Lavash einwickeln, Kartoffeln, rote Chili. Ja, machen wir morgen. Können wir die morgen machen, ist nicht schlimm. Für heute steht unsere Karte ja schon. Die machen wir dann einfach mal morgen. Was, wer bist du denn? Hey Kumpel, zurzeit ist es etwas ruhig. Ich habe einen guten Vorschlag für dich, der für beide Seiten von Vorteil ist. Du bist schon eine Weile dabei und ich sehe, wie hart du arbeitest. Ich kann dir helfen, die Gourmets des Meisters auszuschalten. Besonders Elena. Ich kenne sie schon, bevor sie ein Phänomen war und ich weiß, was sie macht. Ich kann dir eine besondere Frucht zu einem vernünftigen Preis verkaufen, die Elena absolut lieben wird. Er ist Sternfrucht und wächst nur in weit entfernten Wäldern. Vergiss aber nicht, diese Frucht in Scheiben zu schneiden, bevor du sie verwendest. Es wird hundertprozentig funktionieren, glaub mir. Wenn du es mir momentan nicht leisten kannst, komme ich später nochmal vorbei. Du kannst mich in der Nachbarstadt finden. Hier, komm, gib her. Ich hab doch Kohle. Daran soll es nicht liegen, wa? An der Knete. Alter, leuchtet die. Die leuchtet ja, die ist bestimmt radioaktiv verseucht oder so. Passt genau in unseren Schuppen. Die passt perfekt zum Gammelhammel. Die leuchtet schon vor Gammeligkeit. So, sehr schön. Machen wir Kühlschrank hier zu. Erstmal unsere Suppen wieder anschmeißen. Jetzt mal gucken, ob wir hier noch alles haben. Dafür haben wir alles. Da ist leer, haben wir noch genug Tomaten. Ja. So, Zitrone. Haben wir noch Zitrone, falls die Hühnersuppe ausgeht. Ja, haben wir auch noch. Gut. Dann wollen wir loslegen. Das geht mit den Keksen hier wieder nicht auf. Da schmeiße ich den einen weg. Hat er das Ding jetzt am Blech weggeschmissen? Ach komm schon, echt jetzt? Oh, toll. Die Bleche kosten ja auch kein Geld, ne? Oh, ich bin schon. Nein, egal. Brauchen wir mal wieder neues Blech bei Gelegenheit. So, die servieren wir schon. Die sind sogar diesmal gut geworden. So, rein mit dir. Dann brauchen wir unsere Suppen. Unsere Klosteinsuppe. So. Das wäre die Klosteinsuppe. Und die extravagante grüne Tomatensuppe. Zack. Oh Gott, ich hasse es, Ihnen das Herz zu brechen. Aber du weißt ja, wie das ist. Okay, danke. Du kannst mich jetzt runterlassen. Du,